Hallo und herzlich willkommen zu diesem Depot-Update. Ich habe etwas diese Woche umgestellt und ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr euch das gefällt, denn ich habe ein bisschen mehr Struktur reingebracht. Wir werden jetzt in Zukunft immer als erstes einen Blick auf das Portfolio werfen, dann uns die Performance anschauen, dann zu den Dividenden gehen und am Ende will ich immer über die wichtigsten News über die Aktien sprechen, die auch in meinem Depot sind. Aber bevor wir zum Portfolio kommen, das hier ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Als erstes schauen wir hier einmal aufs Portfolio und da habt ihr wahrscheinlich schon diese Woche mitbekommen. Ich habe drei Videos veröffentlicht zu Aktien, die ich gekauft habe. Und das waren einmal KDDI, Federal Agricultural Mortgage und EBIX. Wenn ihr halt mehr Informationen dazu haben wollt, schaut euch die Videos halt nochmal an. Auch gab es eine kleine Änderung und zwar habe ich jetzt keine Aktien von TD Ameritrade mehr im Depot, sondern dafür 3,25 Anteile der Charles Schwab. Wie ist das dazu gekommen? Das ist ganz einfach. Diese beiden Banken haben sich jetzt fusioniert, deswegen wurden die eine Aktie bei mir ausgebucht und die andere wieder eingebucht. Da wird sich aber nicht viel tun. Es sind beides gute Banken. Natürlich kann es jetzt sein, dadurch, dass es auch eine der Banken waren, die einen speziellen Datum nächsten Monat gezahlt haben, dass wir dann da einen Tag Lücke haben und dafür halt dann wieder die Dividende von Charles Schwab zu einem anderen Zeitpunkt bekommen. Als nächstes kommen wir zur Performance und hier haben wir eine Performance, wenn wir den Cash-Anteil rausrechnen, von 4,45%. Damit haben wir natürlich den MSCI World mit 1,66 und den S&P 500 mit 2,58% eindeutig geschlagen. Und einmal zu Verständnis, wie das halt so zustande gekommen ist, will ich einmal ein kleines Zahlenfeuerwerk hier machen. Und hier sind die größten Bewegungen von meinen Aktien diese Woche. Einmal hätten wir da Store Capital, das Schlusslicht diese Woche mit 2,79%. Thermo Fisher hat gut zugelegt mit 5,3%. TSMC hat mit 7,18% auch gut zugelegt. Und der Gewinner diese Woche war quasi Ubiquity mit 12,86%. Und eine Aktie, die jetzt in der zweiten Woche in Folge ganz oben mit dabei ist, ist Martin Marietta Materials. Hier haben wir gesamt 26,32% in alleine 7 Wochen an Performance gemacht und davon waren 11% nochmal diese Woche. Aber auch einen Blick auf meine schlechtesten Aktien bisher will ich werfen und wie diese Woche performt haben, das war, ist nämlich einmal die Bank of Hawaii mit 7,48% und das ist halt natürlich gut, damit sind wir halt nur noch 8,46% im Minus. Auch Applied Materials konnte natürlich punkten mit 6,92% und ist damit jetzt auch 0,48% im Plus. Hier sieht man eindeutig, dass es sowohl Sinn macht, die Verlierer nachzukaufen, wie ich das zum Beispiel bei Applied Materials gemacht habe, aber es lohnt sich auch, die Gewinner nachzukaufen, wie zum Beispiel Martin Marietta Materials. Denn ich sehe zum Beispiel auch bei der Aktie noch 10% Luft nach oben und habe auch noch so einen sogenannten Bull Case. Bull Case sind halt Sachen, die passieren, was dann im Endeffekt dazu führt, dass die Aktie nochmal ein gutes Stück steigt im Wert. Da man auch durch dieses Ereignis mit steigenden Gewinnen und Umsätzen rechnen kann. Der Bull Case, den ich halt bei Martin Marietta Materials habe, ist, dass durch die Corona-Krise in der USA Gelder für Infrastruktur locker gemacht werden. Denn Infrastruktur ist ein gutes Mittel, um die Wirtschaft anzukurbeln und wurde halt auch schon in vergangenen Krisen genauso gemacht. Als nächstes kommen wir zu den Dividenden. Ja, da gab es 2 Cent von der Pulte Group und das war es dann auch schon für diese Woche.
Jedoch erwarte ich nächste Woche viel mehr Dividende. Dadurch können wir auch mal diese Woche mit etwas weniger Dividende auskommen. Machen wir aber direkt weiter mit den News. Und hier gab es eine ziemlich gute News für TSMC. Das kam von der Semiconductor Industry Association und sie haben sehr erfolgreiche News veröffentlicht. Und zwar ist der Umsatz insgesamt in der ganzen Branche um 23,6% year over year gestiegen und TSMC war ganz vorne mit dabei mit insgesamt 29,90%. Insgesamt hat diese Aktie ja dieses Jahr schon 70% Gewinne gemacht und dann ist natürlich immer die Frage, ist mir diese Aktie schon weggelaufen? Und dazu möchte ich noch einmal wieder zurückgehen auf das Growth dieses Jahr und hier sehen wir, dass es im Gegensatz zum historischen Wachstum bei TSMC quasi das Dreifache aktuell haben. Das heißt natürlich, eigentlich muss eine Aktie, die auf einmal dreimal so stark wächst, natürlich auch besser bewertet werden. Und hier habe ich mich einfach gefragt, wie wäre es denn, wenn diese Aktie morgen einfach mal 50% steigen würde? Würde ich diese Aktie weiterhin kaufen? Und dann muss ich sagen, ja, ich würde die Aktie trotzdem noch kaufen. Mir würde zwar der Preis nicht gefallen und ich würde sie auch aktuell nicht kaufen, da ich halt schon einen sehr großen Anteil an TSMC aktuell im Depot habe. Daher werde ich jetzt aktuell keine Käufe machen. Jedoch haben wir hier eine Aktie mit sehr starken Wachstum von über 20% und einem KGV, was aktuell immer noch unter 30 ist. Und die Zahlen von nächster Woche mit dem starken Wachstum, die jetzt quasi schon vorher rausgekommen sind, sind dann noch gar nicht eingerechnet. Und hier kommen wir auch schon zu einem kleinen Tipp von mir. Solltet ihr diese Aktie kaufen wollen, dann vielleicht vor Mittwoch das machen oder spätestens Mittwoch. Denn am Donnerstagmorgen vor der Öffnung der Börse werden die Zahlen von TSMC veröffentlicht. Sollte die Börse natürlich dann auch auf diese Zahlen reagieren, kann es auch halt nochmal zu einem 5% Anstieg kommen. Und sollte die Börse nicht reagieren, dann wäre es mir auch ganz lieb, dann kann ich vielleicht später nochmal Aktien noch einmal nachkaufen. Das soll es aber für diese Woche gewesen sein. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar da oder gebt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge. Tschüss, bis zum nächsten Video.